Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Megamarsch Köln. Ich frage mich wirklich, ob ich so ein bisschen wahnsinnig bin. Der Mammutmarsch Köln ist natürlich erst eine Woche her und vor zwei Tagen habe ich ja die 50 Kilometer Nachtwanderung gemacht und heute stehe ich schon wieder am Start, diesmal vom Megamarsch Köln eben. Für mich heute ein Heimspiel, das Wetter ist einfach unglaublich gut. Die Veranstaltung hier an sich, ja, das ist irgendwie gerade alles so ein ganz lockerer, fliegender Start. Wir haben jetzt unser Zeitfenster, 12:45 bis Punkt 13 Uhr kann ich hier starten. Und kein Gruppenstart, sondern so häppchenweise geht das hier los. Da vorne könnt ihr sehen, das ist der Startbereich. Ich nehme jetzt gerade noch ein paar Minuten hier, um so ein bisschen meine Sachen zu packen. Habe mich auch im Auto eben noch verfahren. Ich denke, ich schaffe das alles nicht mehr. Also ziemlich viel Stress heute Morgen schon gehabt. Aber so muss das sein. Leute, damit würde ich sagen, auf geht's! Heute bin ich Dienstleister. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und auch da geht's los. Mit eigenem One-Man-Kamerateam hältst du es fest. Bis morgen im Ziel. Ich bin gespannt, was du für Aufnahmen so herzaubern. So Leute, Start ist geglückt. Jetzt geht's hier auch schon los. Wie gesagt, das war alles gerade ein bisschen hektisch gewesen. Wir sind hier am Fühlinger See, Parkplatz 2. Und ja, direkt mal die Strecke hier im Auge behalten. Rechts runter, sehr gut. Ja, alles ein bisschen komisch, weil es gab keinen richtigen Startschuss, so wie man es gewohnt ist. Ne? Corona-Schutzmaßnahmen, aber messe nichts dran. Jetzt sind wir auf der Piste. Leute, ich freue mich richtig unterwegs zu sein. Habe mir kein wirkliches Ziel gesetzt. Ne? Die Anstrengungen der vergangenen Tage, die spüre ich immer noch. Aber ich will es einfach wissen. Ne? Was ist möglich? Ich habe das ja 2019 schon gebracht. Mammutmarsch und die Woche drauf eben den Megamarsch gemacht. Und heute noch, also quasi vor zwei Tagen, den 50er-Marsch zwischengeschoben. Also, ne, ankommen ist erstmal das Ziel. Alles Weitere werden wir dann sehen. Weiter geht's. So, erstmal alle Hände hoch hier. Megamarsch! Das machen wir bei Kilometer 90 nochmal. 13.11 Uhr, Kilometer 4. Herzlich willkommen am Nieler Ei oder kurz vor dem Nieler Ei. Das ist der Verteilerkreis hier in Köln, im Norden von Köln. Ja, die Tour läuft, ne? Und es ist für mich ungewohnt, denn es ist halt, wie gesagt, von der Organisation hier anders als beim Mammutmarsch. Hier geht es quasi so ein kontinuierlicher Start. Es gibt so Gruppen, alle Viertelstunde wird eine Gruppe zusammengefasst und die werden dann häppchenweise auf die Strecke gelassen, sodass dass es keine erkennbaren Startgruppen mehr gibt. Das zieht sich sehr schnell, das bisschen, was zusammenhängt, auseinander. Und ja, also diese wirkliche Startatmosphäre, die fehlt leider vollkommen. Das finde ich, hat man beim Mammutmarsch da deutlich besser gelöst. Da waren ja auch Startgruppen, 300 Leute jeweils, meine ich. Aber gut, so macht das halt jeder anders. Ja, heute für mich auf jeden Fall ein Heimspiel. Und ich verstehe jetzt auch, was das beim Sport bedeutet. Ja? Ich kannte das früher immer nur so aus dem Fußball, ne? Ja, die haben Heimvorteil. Denke ich, ja, was für Heimvorteil, was soll das bringen, ne? Aber ich spüre es jetzt selber. Das ist für mich, gibt mir das so Kraft, in dieser gewohnten, bekannten Umgebung rumzulaufen, sage ich mal. Und daraus kann man dann Kraft schöpfen, ne? Hier bin ich geboren, hier bin ich Opiwase und so. Und das ist eben dieser Heimvorteil, der mir heute wahrscheinlich sehr nützlich zur Seite stehen wird. So, jetzt sind wir unterhalb des Nieler Eis, dieser Verteilerkreis, wenn man sich ihn von oben anschaut, hatte ebenso die Form wie ein Ei. Deswegen ist der Kölner dafür Nieler Ei. Früher bin ich hier oft auch hin zur Arbeit gefahren, zu den Fochtwerken. Da, ja, Focht Fühlingen war ja da, Fühlinger See, das hat Hochreallager und so. Ne? So, ja, damit geht es dann jetzt auch weiter auf die nächsten Kilometer. Weiter geht's. Herzlich willkommen auf dem Nieler Damm. 13.51 Uhr, 8,34 Kilometer. Ja, meine Geschwindigkeit ist deutlich geringer als beim Mammutmarsch. 7,3 km/h. Damals waren es 7,5, aber auch bedingt durch den Stefan. Der hat mich natürlich mitgezogen. Ne? Grüße gehen raus, mein lieber Laufbuddy. Wir sehen uns nächstes Jahr nochmal bestimmt. Ne? So,
Auf jeden Fall rechter Hand jetzt das Heizkraftwerk Nihl. Und da bin ich immer wieder so ein bisschen stolz darauf, dass ich damals mitgefilmt habe, als sie das alte Kesselhaus abgerissen haben. Da spiele ich gerade mal so ein paar ganz schlechte High-8-Sequenzen ein. Das war, ich weiß gar nicht wann das war, so 2005, 2006 oder so rum. Da haben die halt mit der riesigen Abrissbirne das alte Kesselhaus abgerissen, um dort eben ein neues Hightech-Gaskraftwerk zu errichten, was damals auch feierlich mit Jean Pütz eingeweiht wurde. War ein großer Tag der offenen Tür gewesen. Da konnte man noch hoch auf das alte Kesselhausdach, da stand das noch, ne? Und kurz Zeit später wurde es eben abgerissen. Ne? Tolle Sache sowas. Das macht eben auch Heimat aus, dass man eben seine Umgebung kennt. Und das ist eben nochmal dieser Heimvorteil, wo ich eben von gesprochen habe. Super Sache ist das. Leute, jetzt geht es hier langsam ob die Müllemer Brück auch drupp zu. Auch schon seit Ewigkeiten Baustelle. Ich guck mal gerade hier aufs GPS-Gerät. Ja, das geht jetzt ohne große Schnörkel direkt drauf zu. 800 Meter Luftlinie, dann sind wir da. Und dann geht es auch schon bald zum ersten Verpflegungsposten. Aber ich denke, den werde ich mir sparen, wie es jetzt gerade aussieht, ne? Nach dem jetzigen Stand. Wasser haben wir noch genug und gucken, was los ist. Aber ich glaube, wir werden den liegen lassen und einfach weiterziehen. Aber bis dahin haben wir noch ein Stückchen. Weiter geht's. Uhr, Kilometer 12, beziehungsweise 11,28 Kilometer. Herzlich willkommen wieder am Rheinufer, diesmal auf der Schelsig. Müllem liegt hinter uns, beziehungsweise der Schandfleck Mühwiener Platz liegt hinter uns. Rechte Hand immer noch Mülheim und so. Jetzt laufen wir gleich auf diese Brücke von Felten und Guillaume drauf zu. Ich weiß gar nicht, ob wir drüber kommen. Sehen wir dann. Naja, auf jeden Fall, habe ich gerade schon gesagt, Schandfleck, Wiener Platz, die Umgebung da drum, auch wirklich alles andere als schön. Da gibt es auch nichts schön zu reden, Leute. Es ist und bleibt ein Schandfleck. Und da habe ich gerade mitbekommen, wie ein Mitbürger eine Kleingruppe von Teilnehmern, wie der den hinterher rief, 24 Stunden laufen, da muss man ja vom Leben die Schnauze voll haben. Und das klang jetzt nicht so, als ob es im Spaß gemeint war, sondern der war da, ja fast schon hatte ich den Eindruck, als ob der böse darüber war, dass Leute sowas machen. Ne? Also diesen Menschen, wenn ihr dieses Video seht, kann ich nur sagen, man macht so etwas, wenn man vom Leben nicht genug bekommen kann. Denn bei einer solchen Veranstaltung, da wächst man über sich selbst hinaus, spürt sich selber auf völlig neue Weise. Und wenn man völlig entkräftet im Ziel ankommt, dann weiß man, was man getan hat. Also lieber Typ von eben, du den Kommentar da rausgehauen hast, bevor du so die Schnauze aufreißt, mach es selber mal nach und dann können wir uns weiter unterhalten. Vielen Dank. So, jetzt geht es ja auch auf eine Stelle drauf zu, wo einer der vielen Regenwasserkanäle von Köln ist, ne, beziehungsweise der, wo wir jetzt drauf zulaufen, das ist die überdachte Strunde, meine ich, so heißt der Bach. Ne? Der geht dann irgendwo in Delburg, meine ich, oder kurz vor der Schanzenstraße wird der unterirdisch weitergeführt und kommt dann hier im Rhein raus. Ne, da sind wir auch schon drin gewesen. Stichwort Kanalbesichtigung. Die linke Hand wettert jetzt. Da könnte man dann hier über diesen Zaun, beziehungsweise dieses Gatter ist offen, da kann man drüber gehen und wäre dann schon in dem Kanal drin. Ne? Verboten, wie wir gemerkt haben, aber ist natürlich sehr verlockend sowas. Und jetzt geht es hier auf eine Passage mit den wenigen Höhenmetern auf dieser Tour. 300 Höhenmeter oder sowas haben wir. Das ist natürlich alles andere als viel. Ne? Das war auch der Grund, warum ich mich mit angemeldet habe. Weil nochmal 1700 Höhenmeter nach Wuppertal hätte nicht sein müssen. Aber ich glaube, auch dann hätte ich mitgemacht. Ne? Ich bin halt so ein bisschen wahnsinnig. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Liebe Leute, weiter geht's. So, jetzt nochmal. Mega Marsch! Hey! So, bis dann, tschüss! Uhr, 14,78 Kilometer, 55 Höhenmeter. Herzlich willkommen auf dem Flittarder Damm. Den laufen wir jetzt so lange durch, bis wir in etwa auf der gleichen Höhe sind, als wir vorhin auf der anderen Rheinseite über Nihl an den Rhein gestoßen sind. Ja, hier ist auch so
ja, ich will es nicht Schlüsselstelle nennen, aber aufgrund dieses weitläufigen Stückes hier, wo null, aber auch gar kein Schatten ist, ne, da kann dem einen oder anderen schon mal der Kreislauf in die Knie gehen. Es ist zwar von der Temperatur angenehm kühl, also keine Ahnung, vielleicht 20, 22 Grad, aber die Sonne knallt, ne? Man ist doch ganz schön am Schwitzen, ne? Ja, an dieser Stelle dann auch mal auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an all die vielen Zuschauer, die mich bisher erkannt haben. Es bleiben leider oft nur wenige Sekunden Zeit, um ein kurzes Selfie zu schießen. Das finde ich immer ziemlich schade, ne? Weil da wirklich nur, aber wirklich nur nette, sympathische Leute dabei sind, mit denen ich gerne auch mal so ein bisschen länger sprechen würde. Aber jetzt hier in der Marschsituation funktioniert das nicht, ne? Ich schaffe es nicht, irgendwie mich mit denen so ein paar hundert Meter gleich zu laufen. Das ist dann, nee, ich muss dann weiter, es tut mir leid. Und deswegen wird auch der Wunsch von mir immer stärker, endlich mal dieses Zuschauertreffen zu arrangieren. Wie gesagt, das wollte ich ja mit dem Dirk zusammen machen, aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall noch diesen C-Wahnsinn ein bisschen weiterhin abwarten, bis die Politik sich da ein bisschen beruhigt hat. Und dann kann man das endlich mal angehen, ne? Fände ich nämlich sehr interessant, auch mit den vielen Zuschauern mal wirklich auch mich ein bisschen mehr zu unterhalten, auszutauschen, weil ich halt hier merke, dass da nur nette Leute dabei sind. Und das finde ich richtig klasse. Also kann ich sagen, dass wir da unterm Strich eine sehr gute Community haben. So, gerade mal auf den Tacho schauen, jetzt genau 15 Kilometer. Jetzt haben wir noch Luftlinie, 1,1 Kilometer bis zu der Stelle, wo wir dann wieder nach rechts abknicken. Und dann beginnt auch der Part, wo quasi, wo wir dann so einen Bogen um Köln rumlaufen. Aber die gesamte Kölnfahrt, diese Strecke hier, die geht ja nur außen durch Köln rum, durch Köln selber, Innenstadt und so kommen wir überhaupt nicht. Macht aber nichts. Zumindest ist das endlich mal ein echter Megamarsch Köln und kein Megamarsch Eifel, der Megamarsch Köln genannt wird. Ne? Weil vor 2 Jahren ging der Megamarsch Köln von Brühl, was ja alles andere als Köln ist, bis in die Eifel nach Nettersheim, was ja mit Köln überhaupt nichts mehr zu tun hat, außer die Wasserleitung. Ne? Gut, ist so. Heute ein echter Megamarsch Köln. Finde ich richtig gut. Weiter so. Kilometer 20, das deckt sich mal diesmal mit dem Schild und meinem GPS-Gerät. Hallo, Clement. Sheffield, ey, ich grüße jedes Mal und ich grüße jedes Mal zu. Ja. Du bist echt für mich der Held. Ja, wer bist du? Und Michael. Michael. Und du nimmst gerade auf. Ja. Wunderbar. Ja. Siebengebirge, müssen wir beide mal zusammengehen. Das zeige ich mir ein paar schöne Places, okay, wo du auch dann übernachten kannst. Okay. Ne, den Schritt da, den haben wir gut drauf. Ja, sehr gut. Passt doch. Okay, klar. Perfekt. Ich schreibe dich an über Netz. Ne? Okay. Ja, brauchst du irgendwas? Ja, Instagram kannst du mir schreiben. Instagram. Guck mal. Jetzt kommst du noch mal ein Foto, okay? Alles klar. Ja, so kann es gehen. Zuschauer war das gewesen, völlig unerwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass hier jetzt langsam mal der Verpflegungsposten kommt. Denn Leute, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber hier ist er. Hier ist er. Müssen wir mal gucken. Ich soll keinen Fehler machen. Wir müssen... Ach, ja, siehst du, hätte ich mir direkt sparen können. Hier geht es nämlich wieder zurück jetzt, auf dem gleichen Weg. Hätten wir schon da eben abknicken müssen. Aber sonst kriegen wir die 100 Kilometer ja nicht voll. Ne? Also trinken habe ich noch genug. Und ja, wie gesagt, wann der nächste Posten kommt, weiß ich nicht. Der wird dann aber auch in so 20 Kilometern vielleicht kommen. Und ja, den sparen wir uns jetzt halt und gehen wieder weiter. Ich dachte, ja komm, schnell. Ja. Brauchst du Wasser? Danke, hab alles. Alles klar, okay. Ich bin nämlich das Platz. Super. Zwei, ne? Hier, schön. Wenn ihr den Bus nicht, weiß ich Bescheid. Alles klar. Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie ist er? Michael meine ich. Das ging so schnell gerade. Hab mir da was angeboten, ob ich noch was brauche. Ich meine, hab er, glaube ich, gerade alles gehört. Ne? Sehr netter Typ. Und da bin ich mal gespannt, was er mir über das Siebengebirge erzählen kann. So, ja, Leute. Damit der erste Verpflegungsposten erledigt. Ne? Aber das ist für mich jetzt einfach zu früh. Und wenn man noch Getränke hat, dann zieht man weiter bis Verpflegungsposten 2. So wie wir das auch in Wuppertal gemacht haben. Das ist in Ordnung, ne? Aber den zweiten brauchen wir dann definitiv, den dritten sowieso und ohne den vierten würden wir das Rennen hier gar nicht schaffen, ne? Weiter geht's.
es geht voran. 16.22 Uhr, 26,71 Kilometer gelaufen. Leute, was bauen die hier für einen Schwachsinn in den Wald? Also ich verstehe sowas nicht, ne? Unglaublich. Naja, gut. Offizieller Megamarschweg. So, ich glaube, also ich kann es nur schwer einschätzen. Ich glaube, ich habe inzwischen die Spitze erreicht und die beiden Herren, die ich gerade überholt habe, könnten das Feld bisher angeführt haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist wirklich schwer abzuschätzen. Ich bin um, wann bin ich gestartet? 12.40 Uhr. Sie hatten 40 Minuten Vorsprung und die waren auch richtig stramm unterwegs, die zwei, ne? Kann sein, dass noch mehr Leute kommen, es gibt immer schnellere, ne? Aber wenn man so sieht, dass die Leute werden immer weniger und immer vereinzelter, die Lücken werden größer, das weckt dann so meinen Ehrgeiz, dran zu bleiben und auch den nächsten noch einzuholen. Und den hole ich auch noch ein. Und oh, da ist noch einer. Ne? Das tört mich dann an, weiterzuziehen, durchzubeißen, auch wenn es weh tut. Ne? Und ja, als ich die beiden eben überholt habe, dann hörten die meine Schritte und der eine drehte sich rum, guckte schon. Auch Megamarsch. Ja, viel Erfolg. Also, ne, ich glaube, denen hat das nicht gefallen, dass ich die überholt habe. Ganz ehrlich, mir würde es auch nicht gefallen. Wenn jetzt noch jemand kommt und mich überholt, das wird auch so, ah, das ist ein bisschen ärgerlich, aber so auf sportlicher Ebene, ne. Das ist natürlich nichts Persönliches, wo man richtig böse wird, aber es ist halt dieser sportliche Ehrgeiz, der dann so ein bisschen gekränkt wird, ne. Und den Eindruck hatte ich gerade bei dem einen Herren. Ja, so ist das halt. Ne, das kann sich aber alles noch und wird sich auch noch relativieren. Gerade mal etwas mehr als ein Viertel der Strecke rum. Ne, da wird noch sehr viel passieren. Deswegen, naja, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. So, jetzt werden wir gleich noch einen Überraschungsgast mit. Wir werden gleich noch einem Überraschungsgast begegnen. Wer es sein wird, werde ich nicht verraten. Ihr kennt ihn aber alle. Da freue ich mich schon sehr drauf. Er sagte, er kommt mir entgegen und vor 10 Minuten sagte er, hat uns noch so etwa 5 Kilometer trennen. Also wird er schon gleich dazu stoßen. Ich bin sehr gespannt. So Leute, keine 3 Sekunden, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, steht er neben mir, der Jörg. Grüß dich, mein Lieber. Ich habe jetzt gerade die Kamera so schnell gar nicht wieder parat bekommen. Ne? Ja, der Jörg hat sich bereit erklärt oder mir angeboten, mich so ein paar Kilometer zu begleiten. Ne? Finde ich klasse von dir. Jawohl. Super Nummer. Mal ein bisschen auf dem Weg, ja. Hey, hallo. Ja. Du bist mit dem Auto jetzt angereist, ne? Ja, genau. Okay, und hast dann, wo hast du geparkt jetzt? Diesen Park-and-Ride-Parkplatz da hinten am Dünnwald, an diesem Wildgehege da. Ah, okay. Ja, stimmt. Berliner Straße haben wir eben überquert. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, wo wir hier sind, ne? Das ist so ein Bereich von Köln. Also Dünnwald kenne ich nur. Also mehr weiß ich nicht. Weißt du, hier in der Nähe ist das Wildgehege. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. Doch, Kalkweg. Ich kenne nicht mal das Wildgehege. Kalkweg habe ich geparkt. Da ist ein Park-and-Ride-Parkplatz. Ah, okay. Ja, und wie hast du dich erholt nach dem Megamarsch? Alles nach gut. Mammutmarsch. Ja, so. Alles Roger. Also bis Mittwoch hatte ich noch so ein bisschen Ziehen hinten in der Kniekehle. Ja. Aber jetzt, hör mal, ich hätte so Bock hier, diesen scheiß 100 Kilometer mitzulaufen. Ja. Aber ich habe keine Zeit. Ja gut, aber ein paar Kilometer Familie geht halt auch vor, ne? Genau. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich laufe, also wie ich Lust und Laune habe. Machst du auch ein Video heute, ne? Ja, ja. Oder? Genau, ja. Bisschen mentale Unterstützung. Sind dir noch Leute entgegengekommen? 2 Leute, ja. Oh, habe ich nicht gerade gesagt? Deswegen habe ich ja gesagt, aber ist nicht los, immer. Müssen wir ein bisschen dranhalten. Weil ich dachte, ich hätte gerade die letzten, also die Führenden hätte ich, glaube ich, überholt. Aber wie weit ist das noch? Ja, also der eine, der ist jetzt bestimmt so 10, 12 Minuten her. Und jetzt, kurz vor der Kurve, kam mir jetzt eine Frau entgegen. Ah, gut. Also wird die Verfolgung aufgenommen. Weiter geht's. So, der Jörg steht jetzt da hinten, denn hier, jetzt haben wir 16.40 Uhr, sind bei Kilometer 30. Hier macht der Track, da geht man hier so einmal in den, diesen Seitenweg quasi rein. Etwa, weiß nicht, muss man sehen. Oh, ich weiß es nicht, 150 Meter vielleicht, um dann eine Kehrtwende zu machen, um wieder zurückzugehen. Hat der Jörg gesagt, komm, ich mach die hier, ne? Und ja, irgendwie müssen die halt auch auf die 100 Kilometer kommen, ne? Und da gibt's schon mal solche komischen Sachen wie hier. Geradeaus und den gleichen Weg zurück. So, da wollen wir hier auch dokumentieren, da das nicht heißt, ich hätte dieses Stück hier ausgespart, ne? Also auf die Idee würde ich auch nie kommen, finde ich einfach albern, ne? Entweder macht man das Ding oder man lässt es bleiben, so. Wenn man sich verläuft irgendwie, das ist natürlich was anderes. Dann ist aber der Fall, dass man dadurch dann meistens noch mehr Kilometer hat. Manchmal ist man dann gezwungen, irgendwie den Weg neu zu suchen, dass man dann einen anderen Weg findet auf den Track zurück.
umkehren wäre unterm Strich dann noch länger, ne? Aber das ist dann eigene Blödheit, wenn man nicht in der Lage ist, eben auf das GPS-Gerät zu schauen, wie es mir auch sehr oft passiert. So, was haben wir jetzt hier? 50 Meter Maßstab. Das geht noch bis vorne, bis zu der Schranke da. So, dann nehmen wir den ganzen Rotz hier wieder um. Also, ne? Ist auch so ein Schild. Ja, stimmt, da war eben so ein Symbol auf dem Boden, der Megamarschpfeil. Und dann eben so ein U für U-Turn. U-Turn. Jetzt bin ich, glaube ich, schon zu weit. So, wieder um. Ah, da kommt der Jörg doch. Mit Deppenzepter, wie jetzt sich gehört. Ne? Tolles Wort übrigens, Deppenzepter. Ne? Selfie-Stick oder der Kölsche wird auch Bilderstöckchen sagen. Kleiner Scherz am Rande. Ja, ich habe bisher keinen U-Turn zurück gesehen, aber... Nämlich die Brücke, die da hinten ist, die ist Hochwassergedings beschädigt. Da bin ich nämlich eben drüber. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, man muss hier rein und wieder zurück, um auf die 100 Kilometer zu kommen. Aber dieser U-Turn könnte auch ein U sein, als Umleitung. Da weiß ich nichts von. Ja, ich also, nicht. Der Track, der ist hier so, wie er ist. Wie er immer wieder zurück ist. Ja. So. Und eine kaputte Brücke, haben wir gesehen, können wir über die Wupper auch wunderbar so überqueren. Ne? Fünf, Kilometer 34. Leute, ich muss langsam ganz dringend pinkeln. Aber ich werde mir das verkneifen bis zum Verpflegungsposten. Das ist einfach Zeit, die sonst verloren geht. Ja, der Jörg immer noch mit dabei. Man unterhält sich ganz nett. So eine kleine Wegbegleitung. Aber ich habe eben gemerkt, als der Jörg sagte, ja, gleich geht er. Da merkte ich, oh, ich würde auch gerne aufhören. Ne? Ich mir vorstelle, der Jörg fällt gleich nach Hause, lässt sich von seiner Freundin die Füße massieren. Nach diesem Marsch und anstrengenden Tag. Schön wäre ja mal. Ja, auf jeden Fall ist es dann schon, das nagt so ein bisschen am Durchhalten dann, wenn es einer schön gemütlich nach Hause fährt und man selber hat noch die ganze Nacht vor sich, auch wenn man Lust drauf hat und alles freiwillig ist. Ne? Aber ich glaube, ihr versteht diese, ich glaube, das ist auch ein Beispiel für kognitive Dissonanz. Ne? Das wühlt einen innerlich auf, so ein innerer Kampf hat man dann. Jörg, vielen Dank dafür. Jo, bitte, bitte, gerne. Aber du schaffst das, ich bin mir sicher. Immer wieder gerne, genau. Ja. Jetzt sind wir hier immer noch im Höhenhaus. Berliner Straße haben wir gerade noch mal so ein bisschen gestreift. Wir gehen jetzt auf den Neurather Ring drauf zu. Also die Teil von Köln hier kenne ich jetzt nicht sonderlich gut. Ne? Eher so Kölner Süden und so was. Aber das hier, was ist das? Kölner Osten, irgendwie so was. Alles kann man auch nicht kennen. Ne? Aber ja, wie gesagt, haben immer noch 7,3 km/h, aber drüber komme ich nicht. Ne? Die 7,5 von vergangenem Mammutmarsch keine Chance ranzukommen. Mäht auch nichts. Wir sind bisher auch so super durchgekommen. Und es könnte sein, wir haben eben noch die eine Frau überholt, wo der Jörg von gesprochen hat. Kann sein, dass wir jetzt an der Spitze sind. Fraglich, wie lange das anhalten wird. Liebe Leute, 17.41 Uhr, ich habe eben eine kleine Pinkelpause gemacht. Der Jörg hat dann mein GPS-Gerät weitergetragen. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Strecke man durch so eine kurze Pinkelpause verliert. Ich bin dann hinterher gejoggt, habe das wieder aufgeholt. Ne? Also es war schon enorm. Ne? Der war in der Zeit bestimmt 200 Meter weiter. Ein Fünftel Kilometer durch Pinkeln. Ja, das ist doch Wahnsinn. Das sollte man lieber beim Gehen einfach laufen lassen. Ne? So, 36,11 Kilometer, 138 Höhenmeter. Der liebe Jörg, du wolltest dich jetzt verabschieden. So sieht das aus. Ja, schade eigentlich. Ich habe nur 8,1 Kilometer bis jetzt gelaufen. 8,1. Aber für mich geht es ja auch wieder zurück. Ja. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist neuer Rekord. 7,2 km/h. Ja, geil. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, gerne. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Schaffst das. Auf jeden Fall vielen Dank für die kurze Begleitung. Durch hier. Oh, knapp. Wo geht's hier her? Ja. Genau, hier geht's noch lang. Und ja, du wirst sicherlich Erster werden. Ja, ich bin davon überzeugt. Komm, ja. Ich gehe jetzt noch da auf die andere Bahnseite da. Das ist bestimmt auch noch interessant. Ja, war auf jeden Fall nett, dass du mit dabei warst. So ein bisschen cool. Unterstützung. Gerne, gerne. Wie gesagt, ich vermute, wir sind jetzt an der Spitze. Ne? Und haben ja quasi noch 40 Minuten Vorsprung. Im besten Fall. Da kommen immer die Züge. Was ist denn hier? Thielenbruch? Ne, wo sind wir hier?
Also hier ist irgendeine KVB-Endhaltestelle. Sehr Leute, also alles kenne ich hier ohne den Köln, ne? Nee. Nicht einsteigen, haben wir auch nicht für. So. Auch kein Schild kannst du sehen, ne? Nur nicht einsteigen. Ja. Keine irgendeine Autobahn, mehr weiß ich auch nicht. Und schon wieder freies Feld hier nebenan. Autobahn A1 macht da hinten ihren Weg. Ja, damit würde ich sagen, bei der nächsten Szene ist der Jörg dann raus. Nochmal vielen Dank für die Begleitung. Gerne, gerne. Und wir sehen uns im nächsten Marsch. So sieht's aus. Radio. Uhr 3, 38,68 Kilometer gelaufen. Hier sollte eigentlich der Verpflegungsposten sein. Frankfurter Straße, Nähe Merheimer Heide. Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich... Ach Moment, ach, das ist noch ein zweiter Parkplatz. Also hey, hier ist einmal diese Teststation und da sind noch andere Zelte. Ah ja, hey, grünes Ding. Ja, da sind wir doch richtig. Hier wollen wir direkt mal auch die Maske anziehen, um nicht noch mehr Tote zu riskieren. Ne? So, dann bin ich ja vorschriftsmäßiger als die Angestellten hier. Ah, guten Tag. Hi. Oh, zahlen Sie im Aufbau. Der Sebastian ist schon da. Ja. Zu früh. Ja. Ja, wäre cool, wenn ich irgendwas haben könnte, was so auf die Schnelle geht. In welche Richtung? Brot? Salzstangen? Ja, Brot habe ich hier noch nur trocken bis jetzt. Ja, ja gut, ich bin natürlich wieder... ja, super, Salzstangen sind super. Müsli-Riegel? Auch gerne, gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Name für mich ist. Das ist der Heimspiel, ne? Ja, ja, kann man richtig... Irgendwie besser oder sowas? Jetzt nichts zum... Ja. So. Warte, ich nehme einfach meinen Schlüssel. Salzstangen ist schon mal super. Oh, Leute. Ja, hier ist halt noch alles im Aufbau jetzt, ne? Aber tut doch schon mal gut, einfach so ein bisschen nicht auf die Tube zu drücken. Und gucken. Warte mal hier. Oh, was ist das denn? Ist das für uns? Ja. Ey, achso, das Kaffee, ne? Mach ich nicht. Sieht sehr gut aus, ein kleiner Energieshot, aber Kaffee kippt mir nicht in der Ballisch. Wow. Jetzt hat der Rainer. Moment. Wow, geil. Danke schön. Sehr gerne. Cool. Damit kann man schon mal anfangen. Jetzt gehen wir aber auf die Bank darüber. Oh, Leute, war der Film. Geil. Jetzt machen wir erstmal hier Füße hoch. Oh. Ja, dann werden wir hier auf die eigenen mitgebrachten Dinge zurückgreifen müssen. Ich habe mir auf jeden Fall, wie schon gesagt, einen Liter Cola mitgebracht. Ne? Nehmen wir hier mal den ersten Liter und ich packe euch jetzt mal hier so ein bisschen zusammen. Wenn es geht, ganz ohne Sprudel. Auch gerne, ja. So. Ja, einfach mal. Gut, Salzstangen haben wir jetzt hier, super. Jetzt bekomme ich noch Wässerchen gebracht. Also Salzstangen auch immer sehr wichtig für den Salzhaushalt, ne? Oh. Aber die Cola, die wird jetzt primär pushen gleich. Also den ersten Verpflegungsposten auszulassen, das ist schon... Oh, ne? Da ist man froh, wenn man hier ankommt. Ich schirme die dann um. Nehme auch gerne zwei, dankeschön. Super. Mmh. Ja. Das ist gut, da haben wir hier... Natürlich ist Mineralwasser still. Sehr gut. Dann kann man hier direkt den Bügel wieder auffüllen. Ja, also viel mehr, wie weiter hätte ich auch nicht laufen können. Der ist fast leer, die Trinkblase hier. Ne? Da kriegen wir auf jeden Fall die anderthalb Liter hier rein. Ja, die geben sich auch richtig Mühe. Hier, da stehen Stromaggregate, damit dann in der Nacht hier die Flutlichter aufgebaut werden können. Damit die Leute auch was sehen hier. Toll. Saure Gurken gibt es da. Mag ich überhaupt nicht. Aber ihr wird halt, ne? Boah, ich habe dieses richtige Flaschensammler-Syndrom. Ich denke gerade, boah geil, 50 Cent Pfand. Aber das sind ja gar nicht meine Flaschen. Und zweitens sind wir hier auf dem Megamarsch, ne? Aber das ist der erste Gedanke, den ich hatte. Weil ich ja zu Hause auch sehr, sehr gerne das Leergut horte, bis es nicht mehr geht, ne? Mein Rekord war 100 und ein paar zerquetschte Euro an Leergut. Da hatte ich 7 oder 8 Müllsäcke voll gehabt.
und habe die dann mit dem Sohnemann zusammen zurückgebracht. Das war für den so ein Fest gewesen, den Automaten dazu befüllen mit dem Leergut. Ne? Das konnte ich halt machen, als wir noch die Firma Reuter hatten, wo ich diesen oberen Raum da hatte. Den hatte ich ja quasi in Beschlag genommen. Vater war immer dagegen, ne? Weil ich ja alles gelagert hatte. Ne? Ja, wenn wir hier ins Ostrecke müssen, ist der ganze Raum da oben voll gerümpelt. Ne? Ja. Ja, so ein bisschen Alträucher. Ne? So. Als nächstes ein Energy Cake. Der ist so richtig schwer, richtig hohe Dichte hat das Ding. Ja, was der kann, rein damit. Auch ein bisschen zäh ist der, aber vom Geschmack her super. Ist oben drauf so weiße Schokolade, ne? Läuft. Uhr, die Pause ist erledigt, die Sachen sind eingepackt. Tschüss, Madet Jod. 38,94 Kilometer. Jetzt ist auch gerade die Läuferin eingetrudelt, die ich eben noch überholt hatte. Die macht jetzt auch kurz Pause. Jetzt will ich natürlich sehen, dass ich weiterkomme. Ne? Stichwort Challenge, aber gerade nett mit ihr unterhalten. Sie hat wohl schon 2500 Kilometer Märsche hinter sich. Und sie hat da auch einen ähnlichen Knallschaden wie ich. Vergangenes Wochenende war sie auf dem Megamarsch Stuttgart, der noch mehr Höhenmeter hatte als der Wuppertaler Mammutmarsch. Ja, das ist, es gibt so einen bestimmten Schlag Menschen, ja, die neigen einfach zu Extreme. Da zähle ich auch ganz klar in gewisser Weise zu. Und ich habe auch schon mit vielen Teilnehmern, also mit einigen Teilnehmern gesprochen, die selber auch so eine vergleichbare Vergangenheit wie ich hatten. Eben früher auch gerne übergewichtig oder extrem viel Alkoholkonsum betrieben oder auch Drogenmissbrauch. Und ja, das geht dann von einem Extrem ins andere. Aber das ist einfach typabhängig, da kann man nichts dran machen. Ne? Und ja, aber solange man sich dabei gut fühlt, ist das doch alles in Ordnung. Ne? Und selbst wenn man damit irgendwas zu kompensieren versucht, was bei mir jetzt, würde ich mal sagen, nicht der Fall ist, kann man das doch machen. Dann macht man sich damit kaputt, im Zweifelsfall, aber dann besser nicht mit Alkohol oder Drogen oder irgend so ein Scheiß, ihr wisst Bescheid. Ne? Leute, jetzt geht es hier auf die dritte Etappe schon. Wahnsinn, das geht hier Schlag auf Schlag. Jetzt hier mal erstmal die Frankfurter Straße. Wo sind wir hier? Frankfurter Straße, genau. Frankfurter Straße. Muss man gerade ein bisschen rauszoomen. Dann geht es auch gleich. Oh, hier ist jetzt so ein Stück, da könnte man richtig großzügig abkürzen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es einige auch machen, ist ohne einem was so zu unterstellen. Aber die Versuchung ist halt nahe so. Ne? Gerade für Erstteilnehmer, denke ich, erst den zweiten Verpflegungsposten hinter sich. Und dann sieht man, oh, da kann man 300 Meter sparen. Die Versuchung ist groß. Ich will es keinem unterstellen. Ich mache es definitiv nicht. Egal wie bescheuert die Streckenführung auch sein mag. Ja, Leute, Wahnsinn. Skaterpark. Junge Leute treffen sich. Sehr gut. So muss das sein. Leute, weiter geht's. Uhr, 43,45 Kilometer gelaufen. Jetzt stimmt das irgendwie nicht mehr so ganz mit den Kilometerangaben, denn als ich eben am 40 Kilometer Schild vorbeigekommen bin, kurz nach dem Verpflegungsposten, da hatte ich schon 41 Kilometer auf dem Tacho, aber gut, muss man am Ende sehen, ob 100 bei rauskommen oder nicht. Ja, nach dem Verpflegungsposten jetzt, da hat mich wieder so eine richtig wohlige Energiewalze durchfahren und durch diese lange erste Passage für mich, knapp 40 Kilometer, da merkt man das dann richtig. Ne? Ich kam da ziemlich ausgehungert, ausgepowert an, aber Leute, so eine Cola, Handvoll Salzstangen und dieses Energieküchlein, boah, das bringt wieder alles in Wallung und da habe ich dann direkt wieder richtig Bock auf Musik bekommen. Diesmal ziehe ich mir hier den dritten Raum rein, also der dritte Raum, ganz altes Album, Clubraum, kleiner Tipp von mir, eine unfassbar geile Scheibe, ne, ist schwer einzuordnen, also dritter Raum ist halt der dritte Raum, ne? Das ist irgendwo zwischen Techno, Elektro, ja, Trance eher nicht. Obwohl diese monotonen Basslines, die kommen eher Richtung Trance, aber von der Geräuschkulisse her und alles ist das
hat das nicht diese Tiefgründigkeit wie Trance, ja. Trotzdem ein unglaublich geiler, feierbarer Sound, wie ich finde, ne? Ja, vom Clubraum, von der Scheibe, habe ich mir jetzt die ganze Zeit hier Spurrillen immer in Schleife angehört, ne? Das ist so ein genialer Track. Davor war es dann Tanzstanze, auch 4 oder 5 Mal. Nochmal. Ne, es hat halt diese richtig schöne, schwere, treibende Bassline. Und das ist einfach geil. Ne? Vor allen Dingen der Name Clubraum, das passt auch für die Scheibe, denn der Sound, der da läuft, das ist typischer Club-Sound, so ein düsterer Keller oder sowas. Und macht einfach Spaß, dazu zu hören. Das ist wirklich ein Musikalbum, was einen wirklich musikalisch unterhält. Ne? Man kann da richtig wunderbar einfach nur zuhören. Und es ist unglaublich spannend, was da musikalisch einem geboten wird. Ja? Also ich finde das richtig große Kunst, der dritte Raum. Ich habe auch alle Alben von dritter Raum heute als MP3 mit. Nächste Scheibe ziehe ich mir dann Raumgleiter rein von 1998. Auch ein richtig geiles Teil. Ne? Ja, jetzt geht es hier erstmal weiter. Wir sind jetzt gerade hier, ich glaube in Gremberg. Gremberger Wäldchen ist das hier, meine ich. Früher auch viel Goa gefeiert hier, ne? Ist klar. Ja, östliche Zubringerstraße sind wir jetzt irgendwo hier in der Nähe. Ja, und dann toller Holzweg. Da sind wir schon bei den Poll. Ja, Leute, Wahnsinn, es geht hier Schlag auf Schlag. Weiter geht's. Welch ein Klopfen, welch ein Hämmern, draußen fängt es an zu dämmern, liebe Leute. Herzlich willkommen auf der Rodenköchener Brücke. Wir gehen jetzt von der Schelsig, ob die richtige Sig, rüber nach Kölle. Das, was hier alles ist auf der Seite, das ist ja alles erst Jahre später dazugekommen. Das richtige Köln aus dem Mittelalter ist halt nur auf der anderen Rheinseite, wo die Altstadt ist. Und ja. Genau, auf jeden Fall 19.50 Uhr, das ist 49,76 Kilometer gelaufen. Eigentlich was weniger, wenn man den Beschilderungen Glauben schenken darf, müssen wir am Schluss, wie gesagt, mal gucken. So, und jetzt sind wir auch ganz vorne. Ich habe eben noch einen letzten Läufer, Teilnehmer eingeholt. Der saß unter der Rodenköchener Brücke und hat geraucht. Ich frage, bist du Megamarsch mit dabei? Ja. Sag ich, was machst du hier? Ja, eine rauchen. Also da bin ich gerade so ein bisschen sprachlos, ne? Aber der scheint mir nicht den Eindruck zu machen, als ob der da jetzt mich davonziehen ließe. Ich kenne auch so einige Leute, die trotz Rauchens übermenschliche Leistungen vollbringen. Und der Kollege, glaube ich, gehört dazu. Der wird uns später bestimmt wieder einholen. Mad ever nix, ne? Es gibt halt Leute, mit denen kann man sich einfach nicht messen. Die sind einfach nochmal Größenordnungen über dem, was man selber zu leisten vermag. Mad nix, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Ausblick über das abendliche Köln. Die Rodenkirchener Brücke ist auch Teil meiner eigenen Hausrunden, die ich oft laufe. Die führt dann über eine Strecke von 21 Kilometer. Leute, wenn das Abendrot da so ist, ne, das sieht einfach klasse aus. Schallschutzwände sind auch nicht verkehrt. Hier ist relativ ruhig, da passt schon. Ne? Also so eine Brücke. Das ist schon ein unglaubliches Konstrukt, ne? Einfach geil. Aber wenn man jetzt da unten so in diese kalten Fluten blickt, Leute, das wäre so ein bisschen Folter für mich, ne? Denn so ein bisschen Abkühlung, das wäre auf jeden Fall mal geil, ne? Vorhin habe ich auch da war so ein kleiner Bach, wo der Jörg noch dabei war. Da planschte ein kleines Kind drin, die Mutter saß am Rand. Und da denke ich, oh, jetzt einfach mit dazu springen, von dem kühlen Wasser sich erfrischen lassen, geil. Aber geht natürlich nicht. Das wird uns natürlich dann um Stunden zurückwerfen. Deswegen müssen wir schön dranbleiben und weitermachen. Uhr, 52,3 Kilometer gelaufen. Jetzt hier in Rodenkirchen. Weicht die Beschilderung und die Bepfeilung auf dem Boden massiv von dem GPS-Track ab, den man sich runterladen konnte. Und zwar, wenn das jetzt hier so weitergeht, wie ich vermute, glaube ich hier bestimmt einen halben Kilometer weniger. Ja, aber ich bin jetzt mal hier den Schildern hier gefolgt. Ne? Also, was soll sowas? Was ist da los? Also, was verunsichert mich total jetzt. Ne? Vielleicht wird aber noch
Obwohl, ich habe den Track gestern Abend runtergeladen. Da kann nichts mehr groß geändert worden sein. Verstand ich nicht, ne? Aber ihr seht das hier, Yard Us. Dann wird das vielleicht da wieder, da kommen wir nachher über den Friedhof. Da treffe ich dann gleich noch einen Zuschauer, habe ich eben über Instagram klar gemacht, das Treffen. Aber finde ich total komisch, ne? Ich hoffe, dass man das vielleicht erkennen kann, wo ich jetzt hier bin. So. Ja, wie gesagt, da fehlen dann bestimmt, ja, bei dem Maßstab, bestimmt 500 bis 800 Meter. Warte, was soll das? Gut, vielleicht ist es aber auch so, dass ich vorher viel mehr gelaufen bin, weil der Track einfach fehlerhaft ist und ich deswegen auch so merklich viel mehr Kilometer auf dem Tacho habe, wie die Schilder anzeigen. Ich glaube, ihr versteht gerade, was ich meine, ne? Gut, ja, was soll man machen? Ist jetzt so, weiter geht's. So, meine Lieben, da haben wir mittlerweile 20.27 Uhr. Das Treffen mit dem Thomas hat auf jeden Fall geklappt. Hallo. Hallo. Genau, jetzt aber. Genau, jetzt, richtig. Ja. So, nochmal Felix auch mit dabei. Hallo. Hallo. Und ja, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Und zwar war er mal ein Gewinner von einem Gewinnspiel bei mir. Und da hatten wir uns, wie hieß der See nochmal? Dornheckensee. Richtig, am Dornheckensee. Der liegt direkt am Rheinsteig. Da haben wir uns getroffen und da hatte ich ihm halt das T-Shirt überreicht. Hast du heute sogar noch nicht gesehen. Dabei, ja. Genau. Standesgemäß. Sehr gut. Ja, finde ich klasse. Wie gesagt, Zuschauer kennenlernen, das ist ja halt ziemlich selten. Ne? Und das ist schon mal nett, wenn man da eben welche persönlich kennenlernt, ein paar Worte austauscht. Vor allem, du bist ja auch sehr aktiv selber. Ja, ne? Genau. Wo wanderst du so gerne rum? Ja, Eifel, Bergisches Land, überall, rund um Köln. Überall, ja. Was auch schön ist, Sohnemann ist auch immer mit dabei. Und ihr macht aber Spaß, ne? Ja. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Ja, ja. Weil es nichts Schlimmeres, wenn dann die Eltern zu irgendwas zwingen, wo man keine Lust zu hätte. Genau, ne? Richtig. Ja. Ja. Nee, so muss das sein, sehr schön. Ja, damit würde ich sagen, geht es hier auf jeden Fall zügig weiter. Auch schön, dass die beiden so mithalten. Ne? Die Geschwindigkeit ist zwar schon ein bisschen runtergegangen. Hier ist nicht durch hier durch den Thomas, ne? Sondern von mir aus ist klar, sind jetzt bei 7,1 im Durchschnitt. Alles noch im Rahmen und ich rechne sekündlich damit, dass wir von dem rauchenden Teilnehmer noch überholt werden. Aber wir werden sehen. Punkt 21 Uhr, 57,8 Kilometer gelaufen, 7,1 km/h im Durchschnitt. Der liebe Felix und sein Papa Thomas haben mich jetzt eben wieder verlassen. Das war ein sehr nettes Treffen, sehr erfrischend vor allen Dingen, wenn man so ein paar Worte wechseln kann, ne, vor allem mit Gleichgesinnten. Das war sehr schön gewesen. Nochmal liebe Grüße an euch zwei und auch liebe Grüße an den Rest der Familie. Ja Leute, jetzt geht's hier weiter und ich habe jetzt gerade so einen, bin in so einem Tiefpunkt drin. Ne? Die Verpflegung, das Posten, der zweite, die Energie davon ist verflogen. Ne, das sind, dann geht dann dieser Blutzuckerspiegel, glaube ich. Hier geht dann in den Keller und dann fällt man in so ein Loch rein. Ne? Das merke ich gerade. Und in dem Zustand ist auch Musik überhaupt kein guter Trigger. Wenn ich jetzt Musik hören würde, das wird mich ohne Ende nerven und sogar aggressiv machen. Also Musik wirkt bei mir nur, wenn ich schon gut drauf bin, dann bewirkt das eben, dass ich noch einen Push bekomme. Aber Musik schafft es nicht alleine, mich aus dem Tief herauszuholen. Ja? Ich denke, euch geht es da ähnlich oder habt ihr eine andere Erfahrung gemacht? Ja, und jetzt weiß ich halt, wie gesagt, nicht, wann der nächste Verpflegungsposten kommt. Ich hoffe mal so bei 60 Kilometern. Ja, das wären dann jetzt noch knapp 2 Kilometer. Und da will ich dann auch auf jeden Fall mich nochmal so schön hinlegen, die Füße hoch tun und so. Ne? Ich habe auch noch Energiegele dabei. Das will ich aber jetzt noch nicht nehmen, weil der Verpflegungsposten schon sehr nah ist. Ne? Das wird dann keinen Sinn machen. Die hebe ich mir dann lieber für die frühen Morgenstunden auf. Und um mal so durchzuboosten. Ne? Ja, wie sieht das aus hier, Leute? Ja, wo sind wir gerade? Gute Frage. Ist im Grunde auch real. Also wenn man hier diesen Track abläuft, ne, der ist wunderschön zu laufen, das steht außer Frage. Aber da muss man nicht meinen, dass man irgendetwas von Köln gesehen hat. Außer wenn man über die beiden Brücken läuft und am Rheinufer lang geht. Aber wirklich Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht. Man ist dann meistens irgendwo im Wald. So, und kann hier in Ruhe ungestört seine Kilometer runterputzen. So. Ja, jetzt weiter geht's. So, herzlich willkommen um, ach, das GPS hier rät uns,
21.34 Uhr an der Todeskreuzung Luxemburger Straße. Ach, die Schranken gehen wieder auf, Leute, wie geil. Ja, sind bei Kilometer 61, also 61,59 Kilometer gelaufen. Leute, mir schwant, oder wie sagt man, dass ich den dritten Verpflegungsposten verpasst habe. Also es hat sich eben auch wieder eine ziemliche Differenz zwischen Pfeilen und Beschilderung und dem GPS-Track ergeben. Zwar, klar, bin ich viel zu sehr, sehr schnell unterwegs jetzt, aber die haben so ein Ding ja auch nicht in einer halben Stunde hochgezogen. Weswegen, also, boah, jetzt ganz langsam. Wir haben 21.35 Uhr. Jetzt hole ich mal mein Handy raus. Das hatte ich mir nämlich vorher abfotografiert. Und zwar Öffnungszeit VP3 22.15. Also eine Dreiviertelstunde zu früh. Aber die müssen doch dann schon da sein, Leute, oder? Wie gesagt, die ziehen ja so ein Ding nicht in 10 Minuten hoch. Der Jörg guckt gerade nach, weil ich kriege das nicht geregelt mit dem Handy. Ich habe vorher auch da keine wirklichen Informationen gefunden, wo genau die Verpflegungsposten sind, nur wo Bahnhaltestationen sind. Da stand immer dabei, ja, in der Nähe vom VP sowieso ist die und die Bahnhaltestelle. Ja, damit ist auch keinem geholfen, ne? Gut, bei sowas bin ich auch immer sehr vorschnell und überlese gerne auch Informationen. Ne, ich war in der Schule früher immer derjenige, der von nie was wusste, nie was mitgekriegt hat und immer Fragezeichen im Gesicht hatte. Ja, so geht's mir hier jetzt, ne? Wie gesagt, ich habe gerade den Jörg beauftragt, der schaut mal nach. Ach, da klingelt es schon. Das wird die Nachricht von ihm sein. Sei gespannt. Was sagt der gute Jörg? Ja. 3 nach 61,8. Also laut dem Booklet ist der VP 3 nach 61,8 Kilometern zwar an einer Hundeschule in der Höninger Weg 114. Ah, okay. Ja, lieber Jörg, da hast du mir richtig geil geholfen. Vielen Dank dafür. Weiter so, ne? Danke. Also, da sind wir noch nicht vorbei. Ne? Die Diskrepanz zwischen gelaufener Kilometerzahl und tatsächlicher Strecke. Von Hundeschule, Hönninger Weg. Wo ist dieser scheiß Hönninger Weg? Bärenrather Straße. Hönninger Weg. Ja, Leute. Keine Ahnung. Ich bin jetzt erstmal raus, lauf weiter. Und wenn ich so bei Kilometer 65 bin, dann habe ich das Ding verpasst, ne? Weiter geht's. So, liebe Zuschauer, ihr habt's gesehen. Der Super-GAU ist passiert. Kurz hinterm Geisbockheim prangert da dieses Schild 65 Kilometer. Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Pisten Verpflegungsposten zu verfehlen. Ich werde wahnsinnig. Teilschuld gebe ich da auf jeden Fall auch den Organisatoren, weil eben diese großen Diskrepanzen zwischen Wegführung und so. Ne? Aber gut, wollen wir jetzt hier nicht weiter darüber diskutieren. Ist jetzt so, müssen wir das Beste daraus machen. Ich habe noch eine Flasche Cola mit und Energiegel. Aber etwas Hartes, etwas zu essen, das wäre jetzt schon richtig cool. Ich habe sonst nichts dabei, ne? Leute, so sieht das aus. Also der blanke Wahnsinn. Das darfst du keinem erzählen, oder? Oh, und ich denke eben, ja, hat der Jörg, okay, das passt schon. Pustekuchen, ne? So, jetzt sitze ich hier oben im Stein, kriege einen kalten Hintern und Hämorrhoiden, zimmer mir jetzt die Cola hier rein, dann zieh mal weiter, Leute. Nützt nichts. Oh, geil. Kennt ihr diesen Schmerz? Wenn man zu schnell trinkt und dann die Speiseröhre macht ja solche pulsierenden Bewegungen, um das Zeug dann eben runter zu schicken. Ne? Wenn man dann zu heftig trinkt, können sich solche Pulsbewegungen überschneiden. Und dann tut das richtig weh. Genau das habe ich jetzt. Scheiße. Ah, Leute, was ein Film. Also, nee, also ich ärgere mich gerade über mich selber. Aber wie gesagt, auch über den Veranstalter. Finde ich richtig blöd. Hönninger Weg. Hönninger Weg kenne ich nur vom Jürtel, wo der Rätsel abfiert. Ach, Moment, nein, der geht doch dann weiter am Friedhof vorbei, über den Militärring drüber. Aber wo ist denn da so eine bepisste Hundeschule? Ach, Leute. Ja, also ich glaube, das hat noch kein Mensch geschafft, einen Verpflegungsposten zu verfehlen. Hier ist übrigens noch das Starterpack, da können wir jetzt auch mal reingucken. Starterpack mit Informationen. Ah, vielleicht. Leute, vielleicht steht da drin, wo die Verpflegungsposten sind. Ihr seht, ich mache das jetzt gerade auf zum ersten Mal hier, ne? Also, das ist doch unfassbar. Was ist das? Sebamed Fußcreme.
Magnesium-Dings. Ja, ja, das haben die immer schon gehabt hier. Magnesium zum Einschmieren. Ja, man muss nicht meinen, dass hier mal eine Karte drin ist, ne? Was ist das hier? Oh, Bioelektra. Bioelektra, Magnesium, 400 Milligramm. Mal gespannt, ob da Magnesiumoxid drin ist oder... Ne, steht nichts dabei. Egal, rein damit. Hm. Ja, schmeckt gut. Zurück in den Bügel damit. Fußcreme brauchen wir nicht. Magnesiumcreme. Ja, weiß ich schon nicht, was das bringt. Aber mir schrieb ein Zuschauer, dass er nach einem solchen Marsch immer so ein Magnesiumbad nimmt. Da gibt es wohl solche speziellen Badezusätze. Und dann badet der in Magnesium und fühlt sich danach wie neugeboren. Könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. So. Rein damit. Also noch sind wir führend hier, ne? So. Kann mal sein, dass der Kollege, der rauchende Kollege, ich habe mich vorhin mal im Wald im Dunkeln rumgedreht. Und da sah ich dann eine rauchende Person, war am Bewegen. Und ich dachte schon, das ist der, der Dings hier, ne? Ach schade, ich hätte gedacht, ich hätte noch einen Energieriegel dabei. Also nur Energiegele. Hab da mal neue ausprobiert hier. Von Squeezy, wo ich sonst immer die Riegel von nehme. Schmeckt mir nicht so gut. Bringt auch, glaube ich, nicht so viel, weil das ist nicht annähernd so süß wie dieses Ultragel hier, wo ich ja so drauf abfahre. Ne? Also das packe ich mir jetzt hier in die Seitentasche rein, da ich gleich beim Laufen da immer gut rankomme. Leute, was eine Scheiße. Ich habe Verpflegungsposten 3 verpasst. Wie soll denn bei Posten 4 werden? Gut, da wären es noch 40 Kilometer. Wir kommen noch an einer Tankstelle vorbei. Also zur Not kriege ich das auch hier ohne Verpflegungsposten hin. So, komm. Jetzt sind wir einmal dabei. Cola ist drin. Knallen wir noch ein Energiegel hinterher. Knöpfe rein. Und dann gibt es der dritte Raum, Runde 2. So, dann habe ich hier so eine Mülltasche. Da stecke ich diese Schnipsel immer rein. So, und nach diesem Energiegel, was so extremst süß ist, empfiehlt es sich immer Wasser hinterher zu trinken. So, 21:51, weiter geht's. Uhr 22:32, 67,5 Kilometer gelaufen. Das deckt sich aber auch wieder nicht mit dem, was die Schilder hier zeigen. Also Leute, da ist irgendwo richtig der Wurm drin. Ne? Ich laufe hier nach meinem GPS-Track, dann gucke ich nach rechts, da kommt ein Pfad her, wo ich hätte rauskommen sollen, laut der Bodenbeschilderung. Also das klappt hier vorne und hinten nicht und ist wirklich sehr frustrierend. So, als Ortskundiger wusste ich, dass wir jetzt hier diesen Trinkbrunnen haben. Na gut, ich habe noch einiges hier drin, aber trotzdem, falls ich an einem geschlossenen Verpflegungsposten nachher stehe und keine Tankstelle mehr finde, ist es auf jeden Fall jetzt hier gut, das hier auffüllen zu können. Ah, dauert jetzt zwar ein bisschen, ich mache mir dann auch noch die halbe Flasche, den halben Liter Cola, die Flasche voll, die ich eben leer gemacht habe. Ne? Oh, bei dem Plätschern muss man direkt wieder pinkeln, ganz schlimm. So, bin mir froh, dass die das Ding noch nicht abgebaut haben. Hätte ich mich nicht gewundert bei dem Pech heute. Ne? So, ist natürlich alles nass jetzt, aber gut, mir ist nichts dran. So, ich hatte mit Björk eben nochmal gewhatsappt und der sagte mir, als er zum Auto zurückgegangen ist, sind ihm auch ein paar andere Teilnehmer noch entgegengekommen, die wohl ähnliche Probleme haben mit der Streckenführung. Also ich bin da nicht der Einzige. Trotzdem will ich erstmal meine Wut, sage ich mal, auf den Veranstalter, das nochmal zurücknehmen, mich dafür entschuldigen. Vielleicht ist es auch meine... Oh, das Handy hat gerade Radau gemacht, Entschuldigung. Vielleicht ist das auch meine eigene Blödheit und ich habe einfach nicht gut gelesen, nicht aufgepasst, wie auch immer. Also ich nehme dann erstmal alles auf meine Kappe hier, wie es gelaufen ist. Und ja, jetzt machen wir den halben Liter hier noch voll. Leute, das Energiegel, das knallt gerade so geil. Ich habe hier dritte Raum auf dem Ohr. Album Raumgleiter und da läuft die ganze Zeit eine Schleife Hail Bob und Lava. Leute, einfach nur Vorwärtssound, geil. Ja,
anstatt so einen Trinkbrunnen mal hier mit in den Track einzubauen, nee, musst du nicht meinen. Ne? Als Nicht-Ortskundiger hätte man das Ding jetzt nicht gefunden. Ja, wir sind auf jeden Fall hier ganz in der Nähe vom Stadion, ist klar. So, das umrunden wir jetzt und dann geht es auch weiter. Uhr, 72,83 Kilometer gelaufen. Wir sind gerade an dem 75 Kilometer Schild vorbeigekommen. Leute, macht so echt keinen Spaß, ne? Finde ich richtig blöd. Vor allem, das kommt jetzt, glaube ich, daher. Das war eben in Rodenkirchen, wo auf einmal der Pfeil rechts abging und man da wirklich, war wahrscheinlich über ein Kilometer, was man da abgekürzt hat. Aber was soll man denn bitte schön machen, ne? Dann sieht man so einen Pfeil, biegt instinktiv ab. Guckt später aufs GPS-Gerät, ja, wo bist du denn jetzt gelandet, ne? Also, ne, finde ich richtig blöd, aber ich versuche mich davon nicht runterziehen zu lassen. Ich knüppel das Ding hier durch und vor allen Dingen, dadurch, dass es so scheiße läuft, spornt mich das eben richtig an, da noch schneller durchzukommen jetzt. Ja, Leute, was soll man da machen, ne? Ist blöd. Gucken gerade nochmal hier auf den anderen Dings hier drauf, wenn der dritte, vierte Verpflegungsposten aufmacht. Um 1.20 Uhr. So, das ist in 5 Kilometern. Leute, keine Chance. Keine Chance. Da wird niemand da sein. Gut, wir haben Wasser aufgefüllt. Das soll eigentlich so funktionieren. Nach der Beschilderung noch 25 Kilometer. Das machen wir auf einer Arschbacke, Leute. Scheiß auf die Verpflegungsposten. Scheiß auf Medaille, scheiß auf Siegerehrung. Dann sind wir halt. Also nach jetzigem Stand sind wir auf jeden Fall vor Eröffnung des Zielbereiches sogar da. Ja, ist dann so. Blöd, blöd, blöd. Auch wenn es vielleicht mein Fehler ist. Ich bin natürlich sehr schnell. Diese Veranstaltung ist ja ausgelegt für eine Geschwindigkeit von 4,7 bis 6 km/h, meine ich. Ja, Leute, also. Ne? Und ich bin ja schon nicht als Erster gestartet. Ne? Vor allen Dingen hat man da auch gar keinen Einfluss drauf. Man meldet sich an und das ist das System. Gibt dir die Startzeit vor. Ja, Corona, muss man sich ja dran halten, ne? Ja. Also, ja. Gut, wisst ihr Bescheid, weiter geht's. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen und einen schönen Sonntag haben wir mittlerweile. Ne? Sonntag, ja. 20 nach 0, 79,5 Kilometer, obwohl das 80 Kilometer Schild schon anderthalb Kilometer zurückliegt. Hier ist mein, komm mal runter Anita, mein improvisierter Verpflegungsposten. Leute, Heimvorteil maximal ausgenutzt, würde ich sagen. Ne? Der Frank ist an der Kamera, macht er sehr gut. Der Verpflegungsposten wäre hier in Pesch, wäre es weiter da links runter, aber die Leute, ich mir gar nicht gucken gegangen, die machen erst in über einer Stunde auf. Und so habe ich die gute Anita angerufen, ob sie mir vielleicht einen mobilen Verpflegungsposten errichten könnte. Und so ist die Anita. Soll ich mal jetzt auspacken? Ja, was hast du denn mitgebracht? Also, einmal. Die Anita kennt ihr noch, ne? Vom Surfboard? Stand-Up-Paddle. Stand-Up-Paddle und Knechtstehen. Klosterknechtstehen, genau. Wow, Leute, eine eiskalte, echte Coca-Cola, Original Taste, sogar kalt. Ja, ich krieg Tränen in den Augen. Oh, ihr seid die Besten, ehrlich. Ja, geil. Also, so, trink du erst mal, yes, bevor ich erzähle. Frank hat schon gefragt, warum du mich nicht ihn anrufst, sondern mich. So, ja, wenn es um Verpflegung geht, dann werden Frauen angerufen. Ja, nee, weil ich bin irgendwie ein bisschen neben der Spur. Ich habe ja vor 2 Tagen schon mal so einen Nachtmarsch gemacht. Mir fehlt immer noch Schlaf. Und da habe ich gedacht, ihr müsst morgen arbeiten. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass morgen Sonntag ist. Ne? So. Völlig neben der Spur. Oreo-Kekse. Und noch mehr Oreo-Kekse. Geil. Also, was ist richtig cool? Und schnelle Kohlenhydrate.
Brot, das mir noch. Ich habe mir ein Butterbrot geschmiert. Mehrere, ich wusste nicht, wie viele. Oh, ich nehme erstmal das Butterbrot. Ja, sogar noch warm. Und hier gibt es noch Cola und Wasser. Gott, und ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Heimvorteil. Ah. Boah. Ohne den Verpflegungsposten hier hätte ich das Ding abbrechen müssen. Ich wäre da vielleicht auf 10 Kilometer gekommen mit den Energiegelen, aber dann wäre Feierabend gewesen. Ne? Und dann guckst du meine Beine auch schon ziemlich eingesifft alles. Geil. Ja. Richtig cool. Ich meine auch eben schon. Früher haben wir um die Zeit, Samstagnacht, was anderes gemacht. Ja. Das ist auch schon lange her. Früher um die Zeit waren wir im Time Center oder auf Goa Party. Boah. Also haben wir noch weniger als 20 Kilometer. Kannst du gerne gleich mal ein Stück mitkommen? Ich guck mal. Ich guck mal. Ich weiß gar nicht genau. Dann geht es von hier noch. Nach Esch geht's. Hm. Nach Esch noch. Dann. Ich weiß es nicht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Wir machen hier ein bisschen Privatsession noch und dann geht es gleich weiter. So, da sind wir auch wieder unterwegs. Bildstabilisierung ist drin, sehr gut. Anita begleitet mich jetzt ein Stück. Bis wohin gehen wir jetzt noch, Anita? Bis zum Miro in Esch. Miro in Esch. Ja, Anita kommt jetzt, wie gesagt, mit so einer, wie hieß das Ding? Miro. Miro, immer noch. Sehr gut zu empfehlen, sehr lecker essen. Sehr lecker essen. Ja, dann kommt der Frank sie dann gleich wieder abholen. Da habe ich die beiden heute noch richtig auf Trab gehalten. Zu später Stunde. Er ruft um halb zwölf nachts an am Samstag. Ja. Ja gut, habe ich früher öfter gemacht, ne? Ja. Oder nee, da gerne war auch schon unterwegs, ne? Ja, oder gerne auch sonntags morgens, immer noch mit Restalkohol, weil ich irgendwas bei euch vergessen hatte. Um 8 Uhr früh. Ring. Und die beiden am Schlafen, ne? Alles schon das gehabt. Das ist aber auch noch nicht ganz so lange her, dass das passiert ist. Auf einmal steht wieder vor der Tür und Sturm. Ja, ja. Und wir liegen noch im Bett. Dann gehen wir hier direkt durch. Ja, sowas ist wie gesagt richtig cool, wenn man da Beziehungen hat und eben seinen Heimvorteil nutzt. Der Verpflegungsposten, ich denke nicht, dass der auf hatte. Habe auf jeden Fall aber eben noch den rauchenden Kollegen gesehen, der zum Verpflegungsposten ging. Wir hatten da so, ja, vielleicht 100 Meter von der Pescher Straße, haben wir da auf dem Boden gesessen. Und dann konnte ich sehen, dass der eben zum Verpflegungsposten ging. Keine Ahnung, ob die aufhaben. Und da kam dann wieder so mein Ehrgeiz durch. So, jetzt schnell noch ein bisschen was essen und dann Wigger, weil ich will mich einfach nicht einholen lassen. Kennst du sowas, so Challenge? Ja, jeder hat ja in gewisser Weise einen Ehrgeiz, ne? Ja. Ich habe in vielen Dingen versucht, mein Ehrgeiz mal ein bisschen runter zu drosseln, okay. Wo es dann nicht mehr ganz gesund wurde. Ja gut, ja, wenn man merkt, dass es eben krankhaft wird, dann sollte man schon irgendwie die Bremse ziehen. Ne? Aber solange man noch sich gesund fühlt und kraftvoll fühlt nach so einem geilen Butterbrot mit Salami. Leute, das war ein Festmahl. Anita, richtig gut gemacht. Sehr gut. So, liebe Leute, weiter geht's. Uhr 85,81 Kilometer gelaufen, aber laut der Beschilderung sind wir jetzt schon irgendwie bei 87 oder so. Das 85 Kilometer Schild habe ich nicht gesehen, vielleicht wieder, weil der Weg anders lief oder was. Ist auch wurscht, ich finde es halt nur schade, dass ich wahrscheinlich so nicht auf die 100 Kilometer kommen werde. Und das ist wirklich bitter, zumal der Track hier verspricht, ich meine 102 Kilometer lang zu sein. Also ne, das gefällt mir überhaupt nicht. Und gleich im Ziel dann eben nochmal irgendwie Runden zu drehen oder voll zu kriegen, das macht man dann auch nicht. Ne? Dann ist die Luft leider wirklich raus. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Man hat das Ziel vor Augen und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? So, auf jeden Fall sind wir hier in Roggendorf-Tenhofen. Grüße gehen raus an den Roggendorfs Frank. Ich glaube, du weißt, wer gemeint ist. Ehemaliger Arbeitskollege von mir von LMK. Der wohnt in Worringen, Roggendorf. Ja, ich habe mir Spitznamen Roggendorfs Frank gegeben, obwohl der am Worringer Bahnhof wohnt. Ne? Langjähriger Arbeitskollege von mir, auch früher mit ihm viel auf Goa-Party gewesen. Irgendwann ist der Kontakt eingeschlafen. Der war übrigens auch befreundet mit dem Tätowierer, der mir den Ganesha und das Om gestochen hat. Ne? Das war so
die gehörten zusammen, diese Leute damals. Ne? Lange kein Kontakt mehr, über Facebook sieht man sich hin und wieder mal, aber sonst leider nicht. Manche Freundschaften, Bekanntschaften, wie wir gerade erst neulich gemerkt haben, gehen halt einfach irgendwann auseinander. Manchmal im Streit, manchmal einfach so, ohne dass einer böse ist. Ne? So ist der Gang der Dinge. Ja, und jetzt haben wir noch, ja, schwer zu sagen, aber wir sind gleich da. Liebe Leute, herzlich willkommen. Was ist das hier? Fähre Hittorf? Hittorfer Fähre, kann das sein? Ja, 92,3 Kilometer, aber das ist laut Beschilderung wieder sehr viel mehr. 2.23 Uhr. Leute, es geht auf die letzte Etappe hier in den Endspurt. Ich bin jetzt gerade auch über ein ziemlich langgezogenes Deichstück wieder gelaufen. Und da konnte ich im Dunkeln, habe ich die Lampe ausgeschaltet, mich mal so rumdrehen. Und da konnte ich sehr, 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 sehr weit zurückschauen. Und die Leuchte des rauchenden Kollegen war nicht zu sehen. Deswegen werde ich jetzt hier kurz diese Chance nutzen und die Cola noch trinken, die Frank und Anita mir eben mitgebracht haben. Noch so ein bisschen Energie tanken und mal was Frisches trinken hier. Ne? Oh, Leute. Geil. Ich werde mich auch gar nicht hinsetzen. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ne? Ah, gerade noch mit dem Andreas gesprochen. Und zwar der Andreas, der neulich mal von Stolberg nach Köln gewandert ist, den ich da am Kölner Dom empfangen habe. Der eine oder andere erinnert sich. Der ist auch stramm unterwegs. Da kommuniziere ich auch hin und wieder bei Instagram. Man tauscht sich so ein bisschen aus. Ne? Das ist richtig tolle Sache. So, Rucksack voller Spinnweben. Das ist auch so ein Problem im Wald. Da ist man irgendwann komplett übersät von Spinnweben. Hat das alle in den Haaren hängen. Da kommen auch gern so riesige Fliegviecher. Die finden die Lampe ganz toll, die hat man dann im Gesicht hängen. Ne, das, so, die hört alles dazu. Oh, die Cola, die zischt, Leute. Geil. So, ich bin jetzt hier musikalisch wieder auf Future Trance umgestiegen. Oh, da läuft gerade Meteor. Von Vector, meine ich, ist das. Könnte ich das nachgucken, spare ich mir aber. Ganz alte Future Trance. Leute, das pusht, das drückt. Es ist einfach so endgeil. So, wir werden auf jeden Fall deutlich vor Öffnung des Zielbereichs ankommen. Ist so, ich werde keine extra Runden laufen, das ist mir dann zu blöd. Ne? Ist so, weil ich dann auf dem Tacho stehen habe, dann müssen wir uns damit zufrieden nehmen. Uhr 24, wenige 100 Meter noch bis zum Ziel, Parkplatz 2. Leute, war das eine Tour. 350 Höhenmeter, das hat auf jeden Fall hingehauen, sehr gut. Und ja, jetzt nehme ich euch hier auf jeden Fall noch so mit, wenn wir dann in den Ziel einlaufen. Kilometerzahl nenne ich noch nicht. Müssen wir mal schauen jetzt. Ja, ich habe mich eben auch schon wieder mehrfach rumgedreht. Ist keiner hinter mir zu sehen. Und bin eben auch, ich weiß nicht, auf der Industriestraße oder wie die hieß, bei den Fortwerken, bin ich auch mehrfach, habe die Straße überquert, bin so ein bisschen zickzack gelaufen, um einfach noch ein paar Meter rauszuholen. So, glaube, ja, hier müssen wir jetzt rechts rein. Wer ist das hier? Ja, hier wäre das Dingen. Aber, was soll ich sagen, 99,17 Kilometer, ne, da drehen wir auf jeden Fall wieder rum. Die mache ich jetzt voll, die 100 Kilometer, das sehe ich einfach nicht ein. Ich habe bezahlt für 100 Kilometer und dann will ich die auch haben. Jetzt machen wir hier noch ein paar extra Meter, können uns entscheiden, Strecke nochmal neu anfangen oder, ja komm, hier mal bis da vorne, wo das Licht kommt, wie wir vor einigen Stunden, also gestern Mittag schon mal gelaufen sind. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt dann nochmal Cut machen und gleich, wenn es dann wirklich soweit ist, umkehren und dann geht's zum Zieleinlauf. So.
So Leute, jetzt aber. Ich bin jetzt noch zweimal hier um den Kreisverkehr gelaufen und jetzt haben wir gleich zumindest die 100 Kilometer voll. Da ist auch der Zielbereich. Leute, ist es geil. Ja, ist auch schon aufgebaut, es leuchtet Licht. 100,0. Wunderbar. Zieleinmarsch. Da kommen auch schon Leute und klatschen. Oh, Leute, geil. Wow. Jawohl! Ah, Leute, was ein Film. Geil, 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 geil. Ich kann überhaupt nicht stehen bleiben. Ach, da werde ich begrüßt. Eine Medaille. Dankeschön. Danke. Ah, aus Zinn, super. Ah, geil. Die Lichter müssen runter. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Viel zu schnell. Ja, einmal vielleicht winken so. Sehr gut. Ja, also, Dankeschön. Ja, du bekommst da vorne noch eine Urkunde. Ja. Fotografen leider noch nicht. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Gut, 3.33 Uhr, Leute, 100,1 Kilometer jetzt. Müssen wir überlegen, 14 Stunden, 16 Minuten plus 32 Minuten Pause, was mattert? 14 Stunden 48 waren wir jetzt unterwegs. Leute, was ein Film. Jetzt mal hier die Aufzeichnung eben stoppen. GPS, Demo-Modus. So, da wird hier, wird jetzt so ein Urkündchen. Genau. Hast du deinen Wanderpass parat? Nein. Das ist wie Payback und so. Das verliert sich immer. Alles gut. Kein Wanderpass. Sebastian, Reuter. Wie geschehen? Sehr gut. 14. An die Zeit wird ja gar nicht aufgeschrieben, ne? Nee. Ja, schade. Das könnte auch mal ändern, für ein bisschen mehr Drive da reinzubringen. So, ne? So. Ja, Urkunde. Deutsch, Lampe. So. Schnell dran gehen. Ja. Leute, ist geil! 100 Kilometer! So, jetzt erstmal hier ein bisschen zur Ruhe kommen, entspannen, vielleicht noch den rauchenden Kollegen abwarten und dann sehen wir weiter. So, liebe Leute, da haben wir mittlerweile 4.09 Uhr. Nach mir ist bisher nur ein weiterer Teilnehmer eingetroffen. Ich habe leider nicht nach dem Namen gefragt. Der ist aber ziemlich schnell verschwunden. Der hatte auf jeden Fall, der ist um 13 Uhr. Also 45 Minuten später als ich gestartet. Das heißt, er hatte noch 45 Minuten weniger Zeit als ich gebraucht. Da werden vielleicht auch noch weitere schnellere Läufer kommen. Das ist halt die Sache, durch dieses verzögerte Starten. Heißt ja nicht, weil man zuerst im Ziel ist, dass man da auch automatisch Erster ist. Ja, hier können wir gerade nochmal sehen. Hier stehen auf jeden Fall auch, wie heißen die Dinger? Pokale. Pokale stehen hier rum. Das ist für die Leute, die hier so, was steht da drauf? Silber-Teilnehmer? Ja, Silber-Challenger, Gold-Challenger. Das ist für die Leute, die halt schon so und so viele Megamärsche gemacht haben. Da gibt es ja dieses Bonusheft, kann man sich abstempeln lassen und da kriegt man so einen Pokal. Ich werde einen solchen nie bekommen, egal wie viele Megamärsche ich mache, weil ich nicht in der Lage bin, so ein Bonusheft zu pflegen. Ist auch nicht schlimm, ne? Obwohl so ein Ding wäre schon cool. Ich weiß ja nicht, wie viel man da machen muss. Ne? Ja, jetzt sind wir hier im Zielbereich. Kann man das sehen, ja. Ja, ich hatte gerade auch so einen kleinen Instagram-Livestream noch gemacht. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Und jetzt habe ich aber den Namen von der netten Dame vergessen, die da aus dem Schlafzimmer heraus im Bett liegend dem Stream beigetreten ist. Fand ich eine tolle Idee. Ja, und was hatte ich denn noch erzählt? Was habe ich da erzählt? Ich weiß es ja nicht mehr. Ja, bin auch so ein bisschen durch jetzt, ne? Aber ich fühle mich richtig gut. Genau, dieser Zieleinlauf hier, ne? Das habe ich noch im Stream erzählt eben. Das hat so was wie so eine Weltraumlandestation oder so. Das ist wirklich hier pechschwarze Nacht drumherum und dann das Ding hier angestrahlt, ganz punktuell mit hellen Scheinwerfern. Das hat so was richtig Science-Fiction-mäßiges, ne? Wir gehen mal so ein bisschen weiter weg, da kann man da vielleicht erahnen, wie das da in der Dunkelheit eben hinaussticht, hinausblitzt. Ne? Ihr wird schon, könnt ihr das noch sehen? Weiß es nicht. Einfach geil, ne? Diese Scheinwerfer in der Nacht, das erinnert auch immer so ein bisschen an Festival. Geil. Ja, und Leute, es wird kalt. Es wird richtig kalt langsam. Ich würde hier gerne noch irgendjemanden anfeuern, ein paar Worte wechseln, aber ich weiß hier nicht, wann der nächste kommt. Und ja, so würde ich sagen, ich werde dieses Video hier an dieser Stelle beenden. Aber nein, vorher noch die Information. Ich hatte mit den Leuten gerade gesprochen hier vom Zieleinlauf, auch speziell mit der Person, die für die Streckenplanung verantwortlich ist. Und die sagte mir, dass
gestern Abend wohl noch eine Mail rausgegangen ist mit einem neuen Track, weil es eben massive Veränderungen gab. Das hat sich wahrscheinlich um Minuten nur überschnitten. Ich hatte mir gestern Abend den Track aufs GPS-Gerät gespielt. Wahrscheinlich kurze Zeit später war dann die neue E-Mail da oder so auf dem Handy. Kriege ich da manchmal keine Information drüber. Das ist mit dieser Gmail-App. Und ich habe mich hier aber mit einer E-Mail-Adresse von Microsoft registriert. Da kriege ich manchmal nicht die Benachrichtigung und ich sehe es dann einfach nicht. Gut, das ist eben der Grund, warum ich da diese Probleme hatte unterwegs. Wie gesagt, aber das ist, hatte ich auch eben schon die Schuld auf mich genommen, dass da, warum hatte ich da eigentlich nochmal so geschimpft? Stimmt, Verpflegungsposten 3 verfehlt. Also unterm Strich mein Fehler, aber trotzdem blöd, dass sowas in letzter Sekunde noch so massiv verändert wird. Das ist einfach blöd, wenn da passieren solche Sachen. Aber Schwamm drüber ist jetzt so, da auch möchte ich jetzt nicht nachtragend sein oder so, ihr versteht. Ne? Aber in dem Moment, denke ich, ist es nachvollziehbar, dass man da so ein bisschen grantig ist. Ne? Vor allen Dingen Verpflegungsposten verpasst. Sowas kann wirklich den Marsch kosten. Ne? Da war ich eben froh. Dann nochmal vielen Dank an den Frank und die Anita, die mich da so wirklich richtig genial unterstützt haben. Vielen Dank dafür nochmal. Verpflegungsposten habe ich nur eingesehen, von daher kann ich nicht sagen, wie toll das da war oder wie schlecht. Zieleinlauf, super organisiert, alles top, Medaille bekommen, Finisher-Bier bekommen, genau, Finisher-Bier, boah Leute, dieses alkoholfreie Bier, Bier generell mache ich überhaupt nicht, ne? Jetzt habe ich so einen Krombacher Weizen genommen, 0,0, Leute, das ist mir eben so ein bisschen flau im Magen von geworden und da war ich froh, dass ich noch den Rest Cola von der Anita trinken konnte, ne? So sieht das aus, liebe Leute, war auf jeden Fall unterm Strich eine richtig, richtig tolle Veranstaltung wieder, richtig durchgebrettert. Und dieses Höhenprofil macht natürlich sehr, sehr viel möglich. Ne? Und der Teilnehmer, der eben schneller war. Also was ich so ein bisschen schade finde jetzt, ne, wir können schon mal dieses Nachwort jetzt machen, weil diesmal wird es kein Aftermarsch-Video geben. Was ich ein bisschen schade fand, dass wenig extrem leistungsstarke Teilnehmer dabei waren. Ne, der eine Kollege, wenn ich mich an den rangehangen hätte, hätte ich auch eine deutlich bessere Zeit gehabt. Ne? Weil das ist dann... Oder so einen frischen Stefan, den hätte ich hier brauchen können, ne? wie vom Mammutmarsch. Der hätte mich dann auch noch mit durchgezogen, weil das wird dann irgendwann doch schwierig. Trotz Musik und Energiegel und läuft alles. Aber wenn man das so alleine Stoff geben muss, das ist schwierig. Und da hilft es halt, so einen Laufbuddy dabei zu haben, der genauso gepolt ist wie einer selber, wie man selber. Nämlich einfach durchdreschen, durchdonnern. Habe ich leider nicht gehabt. Da ist nichts dran, hat trotzdem alles geklappt. Gut, man kann nicht alles haben. Leute, war, wie gesagt, eine tolle Veranstaltung und ich muss das jetzt erstmal wieder verarbeiten. Für mich geht es jetzt gleich nach Hause und ja, ich werde mit dem Auto fahren, aber das ist nicht weit für mich, das ist alles innerstädtisch. Da laufe ich nicht Gefahr, hinterm Steuer einzuschlafen, wie damals von Wuppertal. Also das ist, kann ich jetzt auf jeden Fall für mich selber verantworten, was ich mache. Ich fühle mich frisch und die 10 Minuten, Viertelstunde Autofahrt, das geht auf jeden Fall klar. Und damit darf ich mich jetzt bei euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.